Wunderschönen guten Abend, liebe Teilnehmer. Und ich freue mich recht herzlich, Sie hier zu begrüßen. Freue mich, dass wir wieder zurück sind aus dem Urlaub. Aber wir hatten eine sehr, sehr schöne Zeit in Südtirol. Wir haben viele, viele liebe, herzliche, liebe Menschen dort getroffen, uns mit denen unterhalten. Aber auch sehr, sehr schöne Wanderungen einfach nur unter uns im Wald, in den Bergen durchführen können, sodass wir uns wunderschön erholen konnten. Und Sie sehen das Ergebnis und wir sind auch wieder da. Und ja, herzlich willkommen heute Abend. Ich begrüße Sie, begrüße natürlich auch diejenigen, die sich die Aufzeichnung anschauen im Nachhinein und auch dort die Gelegenheit nutzen, die Folien herunterzuladen und auch Fragen zu stellen im Chat, die uns dann als E-Mail erreichen. Ja, dann legen wir los und starten mit der Präsentation heute, 16. September 2024. Das ist ein Montag und deswegen sehen wir uns hier im Workshop. Ich gebe Ihnen auch gleich schon die Folien zum Download bereit, so dass Sie sie, wenn Sie möchten, bei sich abspeichern können. Wie gesagt, wenn Sie möchten. Ja, dann habe ich gleich die nächste wichtige Nachricht für Sie. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankung konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, und selbstverständlich hatten wir unser AG Care mit dabei in unserem Urlaub, sodass wir auch lückenlos hier unsere Anwendung täglich durchführen konnten. Ja, da kann man mehrere Vorteile für sich nutzen, allen voran das Grundprinzip von AG Care mittels elektromagnetischer Frequenzen, und zwar spezifischer, selektierter elektromagnetischer Frequenzen, gehen wir gegen die betreffenden Mikroorganismen vor. Mikroorganismen, da verstehen wir darunter Bakterien, Viren, Würmer, Pilze und andere Einzeller. Es wird dabei das physikalische Verhalten der Erreger ausgenutzt, also nicht nur der Erreger, aber in dem Fall geht es ja um die Erreger. Und zwar, wenn Sie mit Ihrer eigenen Frequenz getroffen werden, schwingen Sie in dieser, was bei den Erregern mit Stoffwechsel dazu führt, dass sich Ihr Stoffwechsel immens schnell erhöht und Sie daran zerplatzen. Bei den Erregern ohne Stoffwechsel, das sind vor allem die Viren, werden mit den spezifischen selektierten elektromagnetischen Frequenzen die Aminosäurebrücken zerstört, was ebenfalls dazu führt, dass die getroffenen Erreger zugrunde gehen. Also das physikalische Prinzip, ich habe das anfangs noch ein bisschen eingegrenzt, das will ich jetzt nochmal spezifizieren. Also dieses physikalische Prinzip, dass jeder Körper, der mit seiner Frequenz getroffen wird, in dieser schwingt, das trifft auf alle Körper zu, alles in dieser Welt. Und wir nutzen das eben hier für die Mikroorganismen zu deren Eliminierung. Ja, die damit getroffenen vorhandenen Mikroorganismen, dort vollzieht sich eben da eine Stoffwechselanregung bzw. die Zerstörung der Aminosäurebrücken, Stoffwechselanregung insofern, dass eben die Erreger daran zerplatzen. Ja, wir führen keine Substanzen hinzu, wir nehmen keine Substanzen weg. Reine Physik aufgrund elektromagnetischer Energie. Ohne Risiko auf Nebenwirkungen. Was wiederum zu dem nächsten Vorteil führt. Einmal hier die Methode. Und der nächste Vorteil ist, testen ist schadlos möglich. Und zwar kann man hier testen, ausprobieren, vermuten. Ja, anhand vorhandenen Wissens über bestimmte oder betreffende Mikroorganismen und deren Beteiligung an bestimmten Erkrankungen
oder Symptomen. Ich spreche da hier von Chlamydia pneumonia. Die haben uns ja in den letzten Vorträgen eigentlich fast lückenlos begleitet. Aber auch Borrelien. Zu den Borrelien, da haben wir ein Webinar, was Sie, wenn Sie sie interessieren, haben wir ein Webinar, das stellen wir zur Verfügung, wo Sie daran teilnehmen können. Das ist auch ein kostenfreies Webinar. Aber Sie können auch, wenn Sie möchten, wir meinen E-Book, dann dieses E-Book bei uns im Shop erwerben und darüber über Borrelien und Co. Eliminieren, können Sie dort dieses E-Book lernen, lesen. Epstein-Barr-Virus, man möchte nicht sagen in aller Munde, hoffentlich nicht, aber betrifft uns doch auch. Und Staphylokokken, Streptokokken. Und ja, von den letzten beiden gibt es viele Arten, die mit uns leben und die für sich für viel Ungemach verantwortlich sind. Und wer sich da noch erinnert, wir hatten einmal eine Vortragsreihe. Da ging es um vor allem um Staphylokokken, Streptokokken, aber auch andere Erreger. Die haben wir bei uns im AG Smart Wissensbasis. Dort haben wir sie abgelegt. Und ja, es geht um das dreckige Dutzend. So heißt auch diese Reihe. Und es sind, wie man vermutet, auch 12 Beiträge, die, wie gesagt, im AG Smart aufzufinden sind. Und es geht in den Beiträgen um Staphylokokken, Streptokokken, aber auch Pneumokokken, Meningokokken und noch mehr. Also wie gesagt, es sind hier 12 Beiträge mit dem Titel Das dreckige Dutzend. Und das können Sie eben im AG Smart in der Wissensbasis aufrufen. Ja, wir waren eigentlich beim Testen, Ausprobieren. Und wie kommt man für sich zu den richtigen Anwendungen? Einmal über diese Kenntnisse zu den bestimmten Mikroorganismen wie hier, aber auch anhand von Vermutung, also eventuell bestehenden Diagnosen oder Symptomen, die es eben zulassen oder Ihnen es ermöglichen, dies auf die Beteiligung von bestimmten Mikroorganismen zurückzuführen und eben dann diese Vermutung, diese vermuteten Erreger eliminieren. Also der zweite Vorteil, wir können probieren, testen, vermuten und anhand derer die betreffenden Erreger eliminieren. Noch ein Vorteil von AG Care, Sie sehen das hier im drittens, das Spektrum der Anwendung ist sehr groß. Mit über 3000 Anwendungen verfügen wir über die weltweit größte Frequenzmustersammlung, die Ihnen da zur Verfügung gestellt wird, um die jeweiligen betreffenden Mikroorganismen zu eliminieren. Und wenn doch das Frequenzmuster nicht enthalten sein sollte, welches Sie aber benötigen, so erweitern wir Sie diese Frequenzmustersammlung sehr gern, also den Katalog, um dieses Frequenzmuster. Heute beispielsweise war das der Fall, da haben Sie ja alle eine Nachricht erhalten, dass wieder ein neues Setup zur Verfügung steht. Das können Sie sich wie immer herunterladen von unserer Seite ulrich-mtc.de/download und dann dort dieses neue Setup, die Datei herunterladen und dann installieren. Sie haben, wie gesagt, eine E-Mail dazu erhalten. Die Erweiterungen sind für Sie kostenlos, ebenso wie unser Service, der Support, die Fragenbeantwortung per Ticket und natürlich auch unsere Workshops hier. Und das sind ja unsere Möglichkeiten, wie wir Sie am besten beim Einsatz von AgilCare für Sie, für die Erreichung verbesserter Lebensqualität unterstützen können. Sie unterstützen uns auch damit, indem Sie Ihren Lieben und Nächsten von AgilCare erzählen und ihnen von ihren Erfolgen berichten, sodass sie auch für sich ein AgilCare kaufen und es so, wie sie bestens einsetzen für die verbesserte Lebensqualität. Da gibt es ja auch noch etwas von uns, nämlich eine Tipp-Provision an Sie für den Fall, dass das Gerät in unserem Shop gekauft wird. Die Folie habe ich Ihnen hier in den Vortragsfolien eingefügt, aber erst am Ende. Ja, weil uns geht es erst noch um die Vorteile, AgilCare für sich zu haben, es sogar mit auf Reisen mitzunehmen, so wie wir.
Letzte Woche sprach mein Vater darüber, dass es manchmal wichtig oder von Vorteil ist, wenn bestimmte Zeiten, er sprach da zum Beispiel die Mondphasen an, genutzt werden, um die betreffenden Erreger bestmöglich und in großer Anzahl zu treffen, weil währenddessen ihre Aktivitätszyklus, also ihre Zyklen dementsprechend angepasst sind. Und er sprach auch darüber, dass es Vorteil ist, Anwendungen zu wiederholen, nicht nur täglich zu wiederholen, aber auch immer wieder, also fortschreitend, kontinuierlich diese durchzuführen. Also dabei bleiben, tägliches Wiederholen, um hier dauerhaft zum Erfolg zu kommen. Und da ist es da ein Vorteil, wenn das Agecare bei uns, also bei Ihnen ist, selbst wenn wir auf Reisen sind, das Gerät an sich kann nicht ja verkleinert werden. Wenn wir auf Reisen sprechen, dann ist ja ein bestimmter begrenzter Raum zur Verfügung. Aber eventuell das Gerät, wo die Agecare-Software abgespielt wird. Ja, hierzu ist nur lediglich notwendig, das finden Sie ja auch bei uns im Shop in der Beschreibung, dass das Windows-Betriebssystem läuft und das können auch teilweise die kleinen Notebooks oder Tablets. Da ist es immer extra ausgewiesen, ob da Windows-Betriebssystem installiert werden kann, beziehungsweise installiert ist schon. Also wenn Sie sich mit dem Gedanken tragen, für Agecare einen kleinen Computer anzuschaffen oder überhaupt, Windows als Betriebssystem muss laufen, um die Agecare-Software zu betreiben und das Agecare-Gerät muss mittels USB verbunden sein. Hier gibt es teilweise schon Tablets mit USB-C, das sind die kleineren Anschlüsse. Ja, und da braucht man einfach dann noch einen Adapter, der es möglich macht, den USB mit USB-C zu verbinden. Ja, bei dem Verfahren mittels elektromagnetischer Frequenzen betreffend die Erreger oder Mikroorganismen zu eliminieren, hilft uns die wissenschaftliche Erkenntnis, dass bei allen Erkrankungen auf Zellenebene Mikroorganismen unsere Zellen schädigen. Und zwar über, sie erzeugen Sauerstoffmangel, was unsere Zellen zwingt, in einen Ersatzstoffwechsel zu wechseln, an die alkoholische Gärung des Zellplasma. Und das wiederum führt zu einer Milieuveränderung auf Zellenebene um die betroffenen Zellen herum, was hier noch mehr Mikroorganismen auf den Plan ruft und sich hier sogar eine Disbalance bildet für zugunsten der Mikroorganismen und sich hier so Erkrankungen, Entzündungen entwickeln und etablieren. Wir sprechen auch von einer Symbiose zwischen Erkrankung und beteiligten Mikroorganismen, welche mit spezifischen selektiven elektromagnetischen Frequenzen aufgebrochen wird, indem die beteiligten Mikroorganismen eliminiert werden durch diese Frequenzen. Sie werden dezimiert, wenn sie gut erreicht werden. Somit ist auch klar, warum wir Wiederholungen und tägliche Anwendungen empfehlen und bisweilen sogar über längere Zeiträume hinaus. Also sogar, wir sprechen hier über ein halbes Jahr oder sogar noch länger. Ja, das Drumherum, in Anführungszeichen, also die Randbedingungen sind wichtig, dass sie optimiert werden, um hier effektiv erfolgreich zu sein. Das ich spreche von den Randbedingungen vor, während und nach den Anwendungen. Da finden Sie auch auf unserer Website ulrich-mtc.de/download. Dort finden Sie auch nicht nur die Möglichkeit, die Software, das Setup herunterzuladen, sondern auch eben unter dem Punkt Agecare optimieren finden Sie hier unsere Hinweise, Empfehlungen, wie hier vorgegangen werden kann, um die Randbedingungen zu optimieren. Ja, ich habe jetzt hier die versprochene Folie zur Tipprovision für Ihre Agecare-Empfehlung, wie Sie zur Tipprovision in Höhe von 150 Euro pro dann gekauften Agecare-Gerät in unserem Shop kommen. Diese Information, diese finden Sie hier auf dieser Folie. Und Sie finden auch hier bei der nächsten Folie die Möglichkeiten, wie Sie uns erreichen,
wie sie uns erreichen, sodass wir sie optimal unterstützen können. Einmal natürlich über das Ticketsystem. Das erreichen Sie über den Link, der dort eingetragen ist, aber auch über die E-Mail, die da drunter steht, die E-Mail-Adresse. Dort können Sie uns eine E-Mail hinsenden und das funktioniert so, wie als wenn Sie auf der Website ein Ticket erstellen. Und die Antwort erhalten Sie wie immer per E-Mail zurück an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Auch findet wieder der Telefonservice statt seit heute. Montag bis Freitag zwischen 9 und 10 Uhr, da rufen Sie diese Nummer, die hier eingetragen ist, an. Lassen uns einmal klingeln und wir rufen Sie zurück, sobald das laufende Gespräch dann beendet ist. Manchmal klappt es auch, dass wir gleich zurückrufen können und hier Sie nicht länger warten müssen. Aber manchmal ist es auch so, dass eben lange Gespräche sind, die notwendig sind und dann wir uns danach Ihren Fragen widmen. Ja, auch der Workshop steht da nochmal mit drauf. Hier finden Sie dann einmal den Link dazu. Wenn Sie sich die Folien heruntergeladen haben, finden Sie da unter dem rot unterstrichenen Bereich den Link. Da können Sie draufklicken und im Nachhinein hier, Komma abgetrennt, auch das Passwort, was Sie dann nutzen können. Das wird Ihnen auch immer zugeschickt, der Link. Immer montags versenden wir Ihnen die Einladungs-E-Mails mit dem Link und dem entsprechenden Passwort. Der Link zum Live-Workshop ist immer derselbe. Das heißt also, wenn es einmal sein sollte, dass Sie aus welchen Gründen auch immer einmal eine E-Mail nicht erhalten haben, dann nehmen Sie einfach die E-Mail von der Woche, die schon vergangen ist, und dann nehmen Sie den Link von dieser Nachricht mit dem entsprechenden Passwort. Ja, nochmal hier ganz kurz unten drunter, AgriSmart, Wissensbasis, da habe ich ja heute drüber gesprochen. Und hier finden Sie auch wiederum unterstrichen die Links, wie Sie zur Wissensbasis kommen, wie Sie sich anmelden und so weiter. Das finden Sie hier drum. Ja, gut, dann, hab noch was. der Telefonservice am diesen Freitag muss leider entfallen, weil wir da einen wichtigen Termin haben und da können wir leider keinen Telefonservice durchführen. Das Ticketsystem funktioniert weiterhin, also das heißt, falls Sie dann am Freitag eine Frage haben sollten, dann schreiben Sie uns einfach ein Ticket und wir beantworten das Ticket. Leider ist da kein Telefonservice möglich, dann zwischen 9 und 10 Uhr morgens. Das nächste danach wäre dann erst am darauffolgenden Montag wieder. Aber ich denke, das mit dem einen Tag, das geht zu verschmerzen. Ja, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Wir haben heute über die Vorteile gesprochen von Agile Care zu nutzen, für sich zu nutzen, auch mit dabei zu haben, sogar auf Reisen. Ich sprach über die Methode an sich. Mittels elektromagnetischer Frequenzen, mit elektromagnetischer Energie, die betreffenden Mikroorganismen gezielt selektiv zu eliminieren. Ich sprach darüber, dass Testen und Ausprobieren, sogar Vermuten möglich ist, dass auch schadlos möglich ist, sodass eben das hier auch genutzt werden kann. Sie bekommen die Unterstützung von uns. Das ist ein Vorteil. Ich denke, das ist ein großer Vorteil, dass wir Sie da auch immer betreuen und auch begleiten bei Ihren Fragen und bei der Nutzung von Agile Care. Und natürlich die Tipp-Provision. Es ist ja auch schön, wenn man was dafür erhält, wenn eben hier das einmal positiv für Sie schon eingesetzt wird. Aber nichtsdestotrotz eben, Sie können das weiterempfehlen und erhalten sogar noch etwas dafür. Ja, und ich habe auch kurz mal erklärt den Zusammenhang zwischen Mikroorganismen und Erkrankungen und wie es hier möglich ist, Agile Care entsprechend einzusetzen, an welcher Stelle wir es einsetzen. Und ja, vielleicht ein Wermutstropfen für Sie am 20.09. Kein Telefonservice, aber die Tickets werden bearbeitet und beantwortet. Somit die Zusammenfassung. Ja, ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf Ihre Fragen. Lieben Dank an meine Eltern, dass ihr
die Beantwortung der Fragen bereits im Hintergrund vorbereitet habt. Vielen, vielen lieben Dank. Und ich stoppe die Präsentation jetzt hier, sodass wir